Wann heute das geschafft wird, dass der Kanal 16er Burm TV tatsächlich 1000 Abonnenten kriegt, dann schreibe ich ein Lied für den Brennraum. Hoppala. Vor nicht allzu langer Zeit hat der gute Zonko von Zonkos Welt TV in seinem Livestream den Brennraum aufgerufen, den Kanal der 16er Burm zu abonnieren. Und nicht, ich meine, das war, der Grund war der, er hat gesagt, der heißt, der Tausender muss ja erreicht werden. Also sprich, 1000 Abonnenten waren angesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt, ja, irgendwo bei 910 oder sowas. Und auf jeden Fall ist dann schon losgegangen. Zack, 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 der ist abonniert dann wie wild. Und ich habe da noch eine geschrieben in den Chat, passt auf, Leute. Also wenn heute, also das war zu dem Zeitpunkt, wenn heute das geschafft wird, dass der Kanal 16er Burm TV tatsächlich 1000 Abonnenten kriegt, dann schreibe ich ein Lied für den Brennraum. Naja, und das hat, glaube ich, dauert 3 Minuten oder 5 Minuten, waren wir über 1000 und ich möchte natürlich mein Versprechen einhalten. Ich habe gesagt, ich werde aber kein Wienerlied schreiben, ich werde da was anderes einmal machen, auch mit anderem Instrument, nämlich einem Klavier, einem Digitalpiano. Das Problem ist, ich kann eigentlich nicht wirklich Klavier spielen, ich kann nur so Akkorde legen, aber es wird dem Zweck genügen. Es ist quasi wie ein Lagerfeuer-Gitarrist, nicht nur, dass man, es gibt ja keine Lagerfeuer-Pianisten, weil es ja selten bei einem Lagerfeuer ein Klavier gibt. Aber ihr wisst, was ich meine, also gerade so behelfsmäßig hilf ich mir drüber und möchte jetzt ein Brennraumlied zum Besten geben. Natürlich, wer den Brennraum nicht kennt, der Zonkos TV, Zonkos Welt TV, der wird sich jetzt inhaltlich ein bisschen schwer tun, weil es natürlich strotzt vor Insider-Schmähs. Hochintelligent, möchte ich dazu sagen. Und, aber ich würde sagen, die einzige Möglichkeit, dem wirklich Abhilfe zu schaffen, wäre, dass ihr in Zonko abonniert, euch das reinschaut. Grundsätzlich geht es eigentlich um Motorradeln, aber ja, man muss nicht wirklich ein Motorradl-Fan sein, um den Livestream, den Brennraum von Zonkos Welt TV einfach zu genießen. Ja, authentisch, leibend und super, so wie es halt ist. Es ist nur eins, es ist das Sustain-Pedal, wie man das nennt. Das quietscht, kracht und krammet. Aber mit dem werden wir leben müssen. Ich kann das jetzt nicht kurzfristig irgendwie korrigieren. Und jetzt da gehen wir's an. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Arsch. Aber am Mittwoch sind wir gestellt, weil da geht's wirklich wild, Klasse zu, in Fleischläppchen Montur. Da ist die Fellwurst, unser Teamchef, und Rad wird nicht wegen der Schassfinack. Kontrolle ist langsam, stürzen eine Schande, es ist gewiss. Am Mittwoch auf die Nacht schalt ich mein Blechtrottel an, weil auf YouTube der Zonko ist. Zuerst wird das Bild checkt, dann der Ton checkt, dann das Licht checkt, dann der Rauch checkt. Und wenn alles passt, dann geht das an. Es geht um Motorradeln, Utrilliten und auch wie die Leute so ticken. Geranzt wird nicht, es heißt Blame the Chicken. Giancarlo Pinzetti, unser Teamchef, bleibt ganz unberührt. Er kümmert sich nicht um die Viecherei. Da sind Loretta, Principella, Mississippi, Captain Knaller und der Zonko. Ist auch dabei. In Andacht versunken, lauscht die ganze Brennraumgemeinde den zärtlichen Klängen von Zonkos Blech. Und auch jeder hinterm
schreit, jawohl, bei diesem Hörgenuss. Nur der Onkel, der Harry und ein paar andere sind noch frech. Aber mit hocherhobener Zockerfaust wird streng, doch freundlich abgemahnt. Es geht mörderisch zu in Zockers Welt. Und fortan ganz mächtig im Chat der blaue Ozean. Ja, dann merkt man, das Zusammenhalten zählt. Mit hocherhobener Zockerfaust wird streng, doch freundlich abgemahnt. Es geht mörderisch zu in Zockers Welt. Und fortan ganz mächtig in Chat der blaue Ozean. Dann spür man, das Zusammenhalten zählt. Ja, dann spür man, das Zusammenhalten zählt. So schaut's aus.